Hi, Andrzej hier für tabletblog.de. Wir sind gerade auf der Pressekonferenz von Huawei und haben mir das Huawei MediaPad Vogue. Das ist das neueste Modell der MediaPad-Reihe, ist immer noch 7 Zoll groß. Wir haben hier, wie gesagt, ein 7 Zoll Display. Die Auflösung ist etwas schlechter als beim ersten MediaPad, ist nämlich nur 1024 x 600 Pixel. Hier drin verbirgt sich ein 1,2 GHz Quad-Core-Prozessor von MediaTek. Dazu gibt es 1 GB Arbeitsspeicher und ich meine 8 GB Flash-Speicher. Das ist nicht ganz so interessant. Das Interessante ist vor allem die Verarbeitung, denn das MediaPad Vogue ist aus Metall bzw. Aluminium gefertigt. Vom Design her ist es den Vorgängern identisch, nur die Farbe ist ein wenig dunkler. Vorher hatten wir Silber und Weiß, hier jetzt so ein dunkles Silber und Schwarz. Das sind die Abdeckungen für das 3G bzw. GSM-Modul, denn hiermit kann man nicht nur mobil ins Internet gehen, sondern auch telefonieren. Das war beim ersten MediaPad schon möglich und ist auch bei der neuesten Generation, dem Vogue, der Fall. Das wird jetzt 249 Euro kosten, ist ein bisschen teuer, wird vielleicht aber auch im Preis gesenkt werden. Es ist deutlich günstiger als das Nexus 7 mit LTE, allerdings auch deutlich schlechter. Vergleichbar ist es eher mit dem Asus PhonePad 7, aber auch das hat ein besser, höher auflösendes Display. Vom Prozessor aus die Performance in etwa identisch, aber das Display ist eben deutlich höher auflösend als beim MediaPad Vogue. Hier drauf läuft Android 4.1.2 Jelly Bean und auch wenn Huawei, ich meine einmal bei ihrem ersten Tablet ein Update herausgebracht hat, sind weitere Updates sehr unwahrscheinlich. Von daher, wenn man nur das Neueste haben möchte, sollte man in den meisten Fällen zumindest nicht zu Huawei greifen. Ja, gehen wir ganz schön um das Tablet herum. Wir haben hier oben einen Lautsprecher, damit telefoniert man auch, dann eine Frontkamera. An jeder Seite haben wir einen Power-Button, eine Lautstärke-Wippe, einen Micro-SD-Karten-Slot, hier den SIM-Karten-Slot. Dann haben wir den Headset-Anschluss, einen Micro-USB-Anschluss, da das Mikrofon. Auf dieser Seite befindet sich nichts. Auf der Rückseite haben wir eine Kamera, die vermutlich 5 Megapixel hat und einen Lautsprecher. Sonst haben wir hier nichts weiter. Ich bin Andrzej für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen.